Herzlich willkommen. Gentlemen, guten Tag. Hallöchen zusammen. Guten Tag. Guten Tag. Hallöchen. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag zusammen, meine Herren. Guten Tag. Tag auch. Meine Damen, meine Herren, es freut mich sehr, so viele kreative Köpfe an diesem Tisch zu sehen. Genau. Ja, Sie sind hier, um den ultimativ innovativsten, unglaublichsten, effizientesten, sagen wir einfach, den besten Werbespot zu entwerfen, den die Welt je gehört hat. Ich bin ein wichtiger Mann. Ich bin Manager. Ich habe also nicht viel Zeit. Das geht mir auch so, Dicker. Ich bin Geschäftsmann. Da muss der Rubel rollen. Hopp, hopp, zack, zack. Ab durch die Mitte heute, hier, morgen, da. Ich bin immer auf Achse. Da, wo man was absahnen kann. Da, wo die Musik spielt. Heute hier, morgen dort. Übermorgen auf dem Mond. Ja, können wir jetzt endlich weitermachen? Also, ich finde, der Spot muss richtig geil. Also, ich gehe davon aus, Sie haben sich alle schon den ein oder anderen Gedanken gemacht. Lassen Sie Ihre Ideen sprudeln. Könnte ich vielleicht ein Glas Champagner haben? Und Erdbeeren. Aber bitte ungezogen. Dann hätte ich gern einen Martini. Sie wissen ja, gerührt, nicht gebacken. Selbstverständlich. Hey, Leute! Hey, du bist zu spät! Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Tut mir leid, dass ich zu spät bin, aber der Hund meiner Mutter hat den Schlüssel meines Wagens aufgegessen. Sie wissen, gut, dass Sie noch kommen konnten. Nehmen Sie da hinten Platz. Ja, ja, der Stuhl ist kaputt, aber naja, seien Sie vorsichtig. Wir sollten uns erstmal auf ein Thema einigen. Irgendwelche Vorschläge? Also, vielleicht können wir ja ein paar Pferde einbauen. Pferde? Lächerlich. Keine Pferde, bitte. Und etwas mehr Tempo jetzt. Pferde? Pferde. Ich will Affen. Affen. 12 Affen. Pferde, Affen, Kaulquappen. Da fliegt man auch glatt übers Kuckucksnest. Was wir brauchen ist Action. Der Spot sollte jeden ansprechen und dabei aber ganz individuell erscheinen. Er sollte gleich sein Spannung durch Humor erzeugen, wie auch durch Ernsthaftigkeit überzeugen und überhaupt einfach ein Geniestreich werden. Und ja, und die Welt darf den Slogan nie mehr vergessen. Ich bin ganz sicher, es gibt eine perfekte Werbestrategie, aber im Moment fällt sie mir nicht ein. Ich hätte da einen Slogan. Eins auf die Freundschaft, eins auf die Mütze. Niemand! Wer ständig seinen Senf dazugibt, der gerät leicht in Gefahr, ein Würstchen zu sein. Ach ja! Ach, wie mich das alles nervt! Bei dieser Arbeitsmoral stirbt man wirklich langsam. Naja, soll der Werbespot nun, soll der nun seriös oder witzig oder völlig abgedreht sein? Das beste Thema ist doch Liebe, Beziehungen. Das will jeder haben und kriegt doch keiner auf die Reihe. Nein! Da bin ich eher für meine Pferde, meine flüsternden Pferde. Oder noch besser, Pferde, die furzen. Das ist komisch. Yeah, furzen ist klasse. Früher, als ich klein war, habe ich beim Baden immer in die Wanne gefurzt. Also, alles, was reicht ist. Was haben Pferde, die solche Geräusche von sich geben, mit Logik zu tun? Das ist doch wirklich eine gequirlte Scheibenkleistermeister. Wo bleibt mein Champagner? Na toll, können wir dann endlich weiterarbeiten? Arbeiten. Richtig. Arbeiten. Los. Arbeiten. 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 Ich habe doch gesagt, ungezuckerte Erdbeeren. Oh, Entschuldigung. Vielleicht sind die Erdbeeren ja vergiftet. Du kannst gern auch ein paar Bananen haben, Meister. Ja, Bananen. Ich war nämlich früher der Bananenmann. Mann, da ging vielleicht was ab. Sportsfreund, du bist doch geisteskrank. Ja, geisteskrank. Ich bin geisteskrank. Und ihr seid meine Geisteskrankheit. Geisteskrank. Vielleicht ist der hier ein Außerirdischer. Ja. Na, sagen Sie mal, sind Sie eigentlich allesamt übergeschnappt? Oh, Männer, du kannst sie in die Schule gehen lassen, sie studieren lassen, in einen Anzug zwingen, aber im tiefsten Innersten bleiben sie immer Neandertaler. Frauen, Geld, Lifestyle. Das ist mein Leben. So sieht es aus. Sie immer mit ihren Frauen. Männer heiraten, weil sie müde, Frauen, weil sie neugierig sind. Beide werden enttäuscht. Wie mich das alles nervt. Ich fasse es einfach nicht. Meine Herren, zurück zum Thema. Nun, die Werbegalerie steht ja schließlich auch für Natur, Weite, Prärie und Pferde. Vielleicht Pferde, die flüstern. Ja, Reiten finde ich gut. Auf meiner Ranch habe ich auch Pferde, aber flüstern können die nicht.